Willkommen zu. Wir machen weiter mit Captain of Industry. In der letzten Folge haben wir die Farm platziert und jetzt wird hier gebaut. Was habe ich genau getan? Ich habe ganz einfach dafür gesorgt, dass die Produkte automatisch geerntet werden. Ne? Von der Farm, zack, 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 ganz easy, locker, flottig rein hier. So, wie wir es letztens mit Wasser machen, werden wir sehen. Werden wir einfach sehen. Noch bin ich nicht so weit. Also noch, finde ich, sind viele Stellen da, die erstmal vorab geregelt werden müssen. Ja, gerade mit der Lade. Hier lasse ich gerade bauen. Warum lasse ich hier bauen? Ja, dass die hier wieder durchfahren können. Lasse ich die Erde hier gerade abtragen. So, ihr seht ja, es geht schon voran. Jetzt muss er hier nochmal einen Stich setzen. Dann können sie auch wieder komplett fahren. Bis hier hinten dahin. Und ja. Es wird hier noch ein bisschen dauern, bis das hier abgearbeitet ist. Weil das ja auch kein großer ist. Ja, hier ist Weizen, Gemüse, Weizen, Gemüse. Das ist natürlich voll die Killer-Kombo. Es ist aber notwendig. Ganz dramatisch. Es ist einfach notwendig. Wir haben da absolut keine Wahl. Und sind da die Hände gebunden wie ein Entfesselungskünstler. Nein, der Grund ist ganz einfach. Weizen. So. Hier ist Wasser benötigt. Hier wird geerntet. So, unser erster Weizen ist schon mal geerntet. Sehr schön. Jetzt werden wir natürlich nochmal Backwaren produzieren. Ne, eine Mühle kommt hier hin. So. So. Und so. Ganz einfach. So, jetzt brauchen wir das Runde. Ne, so Weizen da rein. Weizen da rein. Weizen. Ey, ihr sollt mal ein bisschen hier mitdenken, ja? Weizen da rein. So, hier ist schon mal der erste Weizen gelagert. So ein bisschen so eine LS-Textur, finde ich. Irgendwie, weiß ich auch nicht. So, dann wird hier jetzt, ja, aus Weizen wird dann Mehl. Was wird aus Mehl? Aus Mehl wird in der Backanlage was anderes. So, ich weiß nicht, irgendwie, es gefällt mir natürlich jetzt absolut nicht, wie das hier gebaut ist. Da lasse ich mir auf jeden Fall noch was anderes einfallen. Keine Frage. Aber erstmal kann ich da nicht viel machen. Also natürlich kann ich schon viel machen. Natürlich auch eine exzellente Ausrede. Aber was ich jetzt eher machen möchte, ist nicht das, sondern erstmal hier gucken. So, hier sind weitere 10 LKWs gebaut worden. Was? Leichtdestillat. Diese ist voll, oh no. Deswegen geht das hier nicht weiter. Ich war hier gerade. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Diese 2160 Liter produziert. Es gibt kein Limit. So, jetzt wird das hier rüber gesippt und das wird leer gesippt und die Menschen verhungern, nicht. Mensch, die müssen hier einfach im Fußmarsch von, was weiß ich, eine Stunde. Diese Menschen verhungern. Es gibt nicht genug Nahrung. Oder nicht genug Lebensmittellager. Oh, verdammt, es ist schlimmer, als ich dachte. Kartoffeln. Gemüse. Kartoffeln. Brot. Ich habe zwar noch kein Brot, aber Brot wird kommen. So, und dann produziert ihr hier mir jede Menge Nahrung. Habt ihr verstanden? Die Menschen verhungern. Können wir Essen kaufen? Hallo? Kartoffeln. Ja, ob sagt die Menschen hungern nicht mehr so doll. So, jetzt habe ich hier 116 Kartoffeln. Schnell, Leute. Schnell, sonst gehen die Arbeiter aus. Kleinlaster kannst du nicht erreichen. Wieso nicht? Wo willst du denn hin? Ja, aber was willst du? Achso, du kommst echt nicht hin. So, nur da abbauen jetzt. Los, 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 Mann. Wo willst du hin? Du willst da hin. Ja, aber du musst hier doch gar nichts liefern. Wo sind die LKWs?
Wo sind seine LKWs, Mann? Ja, es ist frei, es ist frei. Zieht durch, Leute. Oh, yes. Gutes Gefühl, gutes, gutes Gefühl. Die Mühle arbeitet. Tierfutter wird rausgehauen. Ganz dramatisch. Tierfutter wird gebraucht. Und das Tierfutter ist da, wenn es gebraucht wird. So. So, so, so. Wop, 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 ein bisschen konzentrieren. So. So. Dann muss ich dich hier noch mitnehmen. Nehmen wir hier die Ecke. Weil wenn Sand jetzt erstmal kurz leer läuft, ist das nicht schlimm. Also es ist halt wirklich nichts Schlimmes. Weil wir können uns gerade etwas... Wir müssen uns gerade ein bisschen auf was an... Wieso hast du eine Verbindung für Wasser, wenn du kein Wasser brauchst? Jetzt der Hintergrund, sie wurden getrollt. So. Ich meine, ich weiß, dass wir später mit der Mühle auch sonst was herstellen können, aber das ist ja nicht notwendig, ne? Liefern. Es ist schon geliefert hier. Dann ist Wasser ja jetzt hier am Start und wir können... Ne, mir ist noch nicht da. Gut. Mehl wird hier gel... Ne, hier wird Tierfutter, hier wird Mehl. So. Herzlichen Glückwunsch. Sie werden mit Mehl beliefert. Und bing. Fertig. So, komm, komm, komm. Mehl wird gebraucht. Ne, Essen wird gebraucht. Ich meine, wir haben jetzt hier für 8 Monate Vorrat, was immer noch echt miserabel ist, aber deutlich besser als gar kein Essen. Wir beliefern hier auch jetzt ratzfatz, dass wir nochmal eine Leistungssteigerung haben. Ich meine, wir produzieren 101, hier 84, ja? Den Unterschied müssen wir uns auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist schon enorm. 15,2, hier haben wir 7,2% Kartoffeln pro Hier haben wir 15,2% Kartoffeln werden hier produziert mit dem Gewächshaus. Ich meine, so lange haben wir das Gewächshaus ja noch nicht. Auf jeden Fall ist es furchtbar, wie ewig lang das hier dauert. Mach das hier fertig, Mann. Ja? Ich meine, es ist schön entspannt. Es ist immer wichtig, irgendwo entspannt zu sein, aber vielleicht nicht, wenn Leute verhungern. Dann ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, um erstmal in Ruhe nachzudenken, sondern vielleicht muss man einfach auch mal das Brot aus dem Fenster schmeißen. Hauptsache, jemand hat ein bisschen was im Bauch. Ob jetzt mit ein bisschen Sand oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Hauptsache, er kann erstmal essen, wenn man nicht die Zeit hat zum Anhalten. Ja, manchmal ist in Ruhe machen halt auch einfach zu langsam. Und jetzt liefert hier bitte endlich mal Weizen hin, Mann. Wir müssen hier Mehl produzieren, Leute. Also ihr seid mir echt ein paar Flitzpiepen hier. Geringe Lebensmittel, ja, das ist ein Problem, Mann. An dem ich gerade intensiv arbeite. Vielleicht fällt es nicht auf, aber ich mache es. Wir brauchen Weizen. Ja, dann setz dich zurück. Wirklich, guck da wie so ein Auto. So, komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen hier produzieren, Leute. Komm, komm, komm. Oh, 16 Monate schon wieder, sehr gut. Es geht voran. Ihr seid voll. Kupfererz. Gut. Hier, zack, zack, zack. Könnt ihr hier nochmal Kupfererz reinschmeißen. Und wir beenden hier die Folge, Leute. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wie immer, dann fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.